So, der Countdown ist auf Null gelaufen. Herzlich willkommen, liebe Fachbesucher, beim Expertentalk. Es beginnt ausnahmsweise mal nicht in Halle 8, sondern hier in Omas Badezimmer. Und das hat seinen Grund. Wenn bei einem der Countdown läuft, wie bei mir zum Beispiel schon, ein paar Jährchen über 50, dann macht man sich langsam Gedanken, ob man auch noch mit 60, 70 oder 80 in so eine Badewanne steigen kann, wenn es denn sein muss. Wir können das mal ausprobieren, denn man kann das simulieren. Indem ich einfach so einen Altersanzug anziehe, das schaffe ich aber nicht alleine, deswegen hilft mir netterweise Frau Baltes dabei. Legen wir los. So, da sind wir wieder an der altbekannten Badewanne. Das Reinsteigen war schon schwierig genug. Sitzen ist sehr gemütlich, aber jetzt wieder raus. Ich habe mich mal fürs Fernsehen so rumgesetzt, wie ich es nicht tun würde. Also auf den Abfluss. Und das ist schon mehr, weiß ich nicht, als ob es einer zum ersten Mal macht. Ja, und dann nehmen wir als Alternative die Dusche. Wenn wir die Stolperfalle hier mit dem Tüchlein überwunden haben, dann kommt es mir vor, als hätte ich doch sehr schwere Gelenke, muss aufpassen, dass ich nicht hinfalle. Zum Glück gibt es hier eine Matte, da ist ein bisschen sicherer. Die Knöpfe sehe ich nicht genau. Duschkopf könnte vielleicht gehen, aber was ich schon mit 20 gehasst habe, sind diese lebensgefährlichen Vorhänge. So, jetzt ist die Nasszelle up to date. Keine Stolperfallen, keine Kletterpartien. Hinsetzen darf ich mich auch in der Dusche. Kann mich da im Notfall auch festhalten. Ein riesen Duschkopf werde ich klatschenass, ansonsten kann ich auch noch Feinarbeit leisten. Und nicht vergessen, Sicht- und Spritzschutz. So, und auf dem Weg zurück in Halle 8 mache ich hier noch mal kurz Zwischenstation, aber auch hier wird natürlich nur simuliert. Mit Stütze kann man sich in Ruhe hinsetzen. Und was so ein modernes Bad sonst noch alles an Vorteilen hat, das wissen natürlich die Experten viel besser als ich. Ja, und die Experten sehen wir hier gleich leibhaftig, nachdem sich ein paar Zuschauer gesehen haben und alle ganz ordentlich nicht gewinkt haben. Das wird nämlich vorher im Fernsehstudio immer gesagt, bitte nicht den Telewinker, machen Sie es vor der Sendung und dann können Sie bitte in aller Ruhe so da sitzen, als wären Sie höchst interessiert an unserer Sendung. Mit Sicherheit sind die aber interessiert, denn es sind ja Fachbesucher hier auf der Messe und ich darf eben unsere beiden Fachleute speziell zum Thema Bad, nicht nur altersgerecht, sondern auch behindertengerecht. Also man versucht das mehr doch schon so allgemein zu halten, das Ganze uns vorzustellen. Matthias Knigge ist vom EDAT, aber auch von Grauwert. Wir klären gleich auf, was das alles heißt. Und Jürgen Klein ist von der Innung in Münster, SHK-Innung, aber auch von der GmbH. Allerdings dann Klaus Klein. So, jetzt habe ich Sie aber lang genug vorgestellt. Kommen wir also zunächst zu dem, was ich da eben angehabt habe. Das war ein, manche sagen, Age-Anzug, andere sagen ebenfalls denglisch Alters-Suit, aber Sie sagen noch was anderes. Wir sprechen sogar inzwischen nur noch von Simulationsanzügen, weil uns ist ganz wichtig zu sagen, es geht darum, Einschränkungen, Veränderungen im Leben darzustellen, die aber ganz punktuell sein können, weil es bedeutet ja nicht, dass Menschen älter werden und dann von heute auf morgen auf einmal gar nichts mehr können. Und das wird genau auch ja im SHK-Handwerk erlebt. Da kommen nicht Leute und sagen, heute geht gar nichts mehr, sondern langsam in Bewegung verändern sich Sachen und dann braucht man vielleicht die ein oder andere Hilfe, die sie dort erlebt haben. Ja. Man könnte ein bisschen respektlos sagen, Sie sind auch hier auf der Messe ein Branchenriese. Das bezieht sich aber jetzt mal in erster Linie auf die Körpergröße. Produzieren Sie selbst auch etwas? Denn ich meine, EDAT und auch Ihre wissenschaftliche Ausbildung deutet ja auch eher darauf hin, dass Sie sich auch mit der Theorie viel beschäftigt haben. Wir beschäftigen und beschäftigten uns sehr viel mit der Theorie, haben in einem Forschungsprojekt Basiswissen angehäuft und sind jetzt eigentlich beratend tätig, unterstützen Unternehmen in der Entwicklung von Produkten, die genau, wie Sie es gezeigt haben, im Alter gut funktionieren und, was ganz wichtig ist, auch vorher schon Spaß machen, attraktiv sind, dass man
bevor er sich begeistern kann und so etwas kaufen möchte. Herr Klein, Sie spreche ich zunächst mal an als Obermeister aus Münster. Sie vertreten also sozusagen die gesamte Branche in Münster und umzu. Wie sehr breitet sich dort in den einzelnen Betrieben schon das Thema aus? Barrierefreiheit plus natürlich auch optischer Zugewinn und Funktionalität. Also ich habe einfach die Erfahrung gemacht, zurzeit sind, ich sag mal, die Branche ist beflügelt durch die Konjunktur, die da ist. Und aus meiner Sicht sind es immer noch zu wenig, die überhaupt sich damit intensiv beschäftigen. Aber ich sag mal so, dass das Typische ist die barrierefreie Dusche oder letztendlich bodengleiche Dusche. Die ist in allen Köpfen, aber wir hatten noch auf der Hinfahrt, das ist ganz nett, mit meinem Mitarbeiter haben wir darüber diskutiert, was ist denn noch alles behindertengerecht oder letztendlich altersgerecht. Und wir haben eine nette, lange Diskussion gehabt. Aber ich denke mal, bestimmte Dinge sind durch, wie meinetwegen die Dusche, und da wird immer drauf geachtet. Und auch jeder, der zum Beispiel ein Bad sich anbieten lassen möchte, der hat immer den Hintergedanken, auch wenn er noch unter 50 ist, darüber nachzudenken, ja, ich will ja hier älter werden, also möchte ich auch die Vorbereitung haben. Also in den Köpfen der Endkunden oder des Verbrauchers ist es definitiv drin, und ich kann nur sagen, jeder sollte so ein bisschen mehr drüber nachdenken aus unserer Branche. Ja. Sie produzieren ganz direkt mit Ihrer Firma schon seit langer Zeit, sind auch später in die Richtung Design gegangen. Ein schöner Reim, wie ich finde, Kleindesign, klingt wunderbar, geht aber nicht nur um kleine Dinge. Es gibt ein Produkt, das, glaube ich, ganz wesentlich war in der Entwicklung, mit dem Sie vielleicht auch hin und wieder mal an andere Menschen rantreten und sagen, Fischers Fritze kennen Sie schon, aber jetzt sagen Sie achtmal nacheinander Flachwaschtisch. Das können Sie nachher mal ausprobieren. Was hat es damit auf sich? Flachwaschtisch? Ja. Sie meinen den Flachwaschtisch? Ja, natürlich. Ja, ja, das war eigentlich, oder es gibt auch eine ganz schöne Geschichte dazu. Ich habe einen Waschtisch entwickelt ohne Becken. Das ist also wirklich eine plane Scheibe, und das, da habe ich auch ein Patent drauf. Und zum Beispiel die Firma Alapé, die hat auch eine Lizenz, ist Lizenznehmer und produziert dieses auch. Da bin ich natürlich stolz drauf, dass dann ein so namhafter Hersteller sowas macht. Und wir selber natürlich auch. Und wir haben mal die erste Messe in Münster gehabt, wo wir unsere Produkte dargestellt haben. Und dann kam dann ein Behinderter über eine Stufe geholpert da hoch und sagte dann herzlichen Glückwunsch. Und ich dachte, oh Gott, das war jetzt nett ironisch gemeint, weil er meinte, ja, ja, diese Kante, ich komme hier gar nicht hoch oder nur schlecht hoch. Und dann sagte er, dann habe ich mich dafür entschuldigt und sagte, ja, da komme ich schon mit klar. Und dann sagte er, Sie haben tolle behindertengerechte Produkte, und ich habe mich selber gewundert, weil wir nie dafür produziert haben. Ja. Sondern wir haben einfach, ich finde es selber schön. Ja. Und es ist, war in dem Falle, muss ich zugeben, zufällig behindertengerecht und altengerecht. Und dann habe ich so einen Nachsatz gemacht, ja, das ist aber nicht gerade für den ganz kleinen Geldbeutel. Und dann sagte er, jetzt haben Sie schon zwei Vorurteile. Das erste, dass ich über eine Kante gar nicht drüber wegkomme. Und das zweite ist, dass wir alle arm sind. Ja. Also, und das fand ich erstmal motivierend zu sagen, aha, das ist ja auch, um es egoistisch zu sagen, auch ein Markt. Ja, und es geht ja auch um die Haltbarkeit. Wenn sowas nämlich sehr lange hält, dann amortisiert es sich natürlich auch, wenn man viele, viele Jahre Freude daran hat. Damit sind wir nämlich auch beim Thema Alter. Es geht ja nicht nur um Menschen, die das 10 oder 20 Jahre nutzen, sondern es geht eben nicht nur um Senioren, die barrierefrei Körperpflege betreiben wollen, sondern es geht theoretisch eben auch um ein junges Mädchen von 17 oder 15 Jahren, das im Rollstuhl in dieses Bad fährt. Bevor wir darauf noch ein bisschen eingehen, muss ich aber fragen, einmal doch noch Senioren das Thema. Sie haben sich intensiv beschäftigt mit Senta. Allerdings nicht mit Frau Berger, sondern Senta mit TH. Senta mit TH ist ein Forschungsprojekt an der Universität der Künste in Berlin gewesen, in dem wir sehr dezidiert untersucht haben, wie ticken Menschen? Warum kann ich ein Produkt annehmen, es attraktiv finden, wenn es mir hilft? Wir haben ganz klassische Dinge wie einen Stützgriff neben dem WC, wo man sofort sagt, ah, das gibt ein Signal, das ist ein Zeichen, und das erleben wir dann auch in den Diskussionen mit Endverbrauchern, dass dort natürlich erstmal Zurückhaltung ist. Brauche ich sowas? Ist das jetzt schon das Richtige für mich? Und unsere Anstrengungen laufen ja gemeinsam mit dem ZVSHK auch dahin, zu schauen, wie können wir Sachen so verändern, dass sie attraktiv sind, dass man früher einsteigt und sich früher für etwas begeistern kann. Und da geht es immer auch um Mehrwerte, dass man aus verschiedenen Gründen, wie Herr Klein auch beschrieb, entweder aufgrund der Gestaltung sagt, das passt gut zu mir, und es vielleicht auch später erst im Nutzen erlebt. Ja.
etwas funktioniert sehr gut, auch im Alter. Ja. Sie haben jetzt die sensibilisierten Endverbraucher zum Beispiel angesprochen. Die müssen wir jetzt natürlich mal fragen, wie sensibel oder wie informiert sie überhaupt schon sind über das Thema barrierefrei leben, auch im Alter, oder ob sie das überhaupt kennen. Barrierefreies Bad. Wir haben uns umgehört. Ihr Badezimmer. Sind Sie mit der Ausstattung zufrieden? Ja, bin ich. Ja, sehr zufrieden sogar, ja. Warum? Ja, weil es eigentlich von dem Installateur genauso gemacht wurde und auch von dem Fliesenleger, wie wir es uns vorgestellt haben. Also die Erwartungen sind da voll eingetroffen von dem, was wir uns vorgestellt hatten, ja. Jetzt bin ich noch zufrieden. Jetzt habe ich auch keine Probleme körperlich, mein Badezimmer voll zu nutzen. Aber wie gesagt, die Frage interessiert mich mehr für die Zukunft. Da ich gerade frisch renoviert habe, ja, jetzt schon. Vorher natürlich nicht so ganz. Ästhetik und Funktionalität. Wie wichtig ist das für ein Badezimmer? Ästhetik und Funktionalität sind für mich sehr wichtige Aspekte, aber auch in dem Sinne die Funktionalität, dass es ja ein Raum ist, der hygienisch besonders rein sein muss. Und von daher hat die Funktionalität eine ganz hohe Priorität für mich, damit ich es leicht reinigen kann und natürlich auch Luftzufuhr habe, damit kein Schimmel entsteht. Solche Aspekte sind für mich auch sehr wichtig, auch wenn es natürlich schön sein soll. Barrierefreiheit. Mit welchen Themen verbinden Sie diesen Begriff? Ebenerdig, also ohne Stufen, ohne Hindernisse. Dass man auch mit dem Rollstuhl in die Dusche reinfahren kann. Barrierefrei habe ich bei mir schon das Bad, haben wir schon vor 10 Jahren gemacht. Als mein Rollstuhlfahrer wurde, haben wir die Badewanne rausgeschmissen und haben eine Dusche von Wand zu Wand gemacht. So sind wir schon ganz gut ausgestattet jetzt. Barrierefreies Badezimmer. Ist das ein Thema für Sie? Wenn ich das benötige, wäre das schon schön, wenn ich mir das so einrichten könnte. Ja, sicher. Ja, barrierefreie Bad, das bedeutet für mich eigentlich so ein bisschen den Blick in die Zukunft. Wir werden alle nicht jünger. Jetzt sind wir schon in der Familie Eltern über 50 Jahre alt und machen uns natürlich Gedanken, wie das mal weitergehen soll. Man sieht die Eltern, die in kleinen Badezimmern rumkrauchen. Das möchten wir eigentlich für uns und unsere Zukunft vermeiden. Das haben wir. Ja, wir haben eine Dusche, wo man reingehen kann, diese flache. Und dann haben wir auch diese Berieselung und wir haben Griffe dran und wir können uns auch hinsetzen. Also wir haben schon alles, was wir brauchen eigentlich. Da werden wir bestimmt alt. Also, viele Menschen sind sensibel dafür, viele haben auch schon umgebaut, entweder vorausblickend oder aus der Notwendigkeit, wie die Dame, die über den Mann erzählt hat, der seit 10 Jahren im Rollstuhl sitzt. Es ist also, die Funktionalität steht natürlich im Vordergrund, aber die Optik, die ja oft auch sehr funktional ist, spielt auch eine Rolle. Erzählen Sie uns kurz über EDAT, also über die Initiative sozusagen Design für alle, Universal Design. Design für alle EDAT ist ein Verein, der deutschlandweit dafür sensibilisieren will, dass wir über die Barrierefreiheit hinausgehend halt ganz tolle Veränderungen in die Häuser, in die Wohnungen reinbringen können, mit denen es dann möglich ist, selbstständig, langfristig weiter wohnen zu können, sodass wir für viele Menschen einfach die Nutzbarkeit ermöglichen. Und wir halten halt das Design dafür einen ganz wichtigen Aspekt. Es geht nicht darum, dass wir einfach nur schicke Swarovski-Steine auf einen Haltegriff draufsetzen, sondern dass wir in alltägliche Lebensgewohnheiten einfach Produkte integrieren, dass genau wie wir es bei Menschen gehört haben, die mit gutem Gewissen sagen können, ich habe mein Bad verändert und es so verändert, dass ich es nachhaltig auch weiter benutzen kann, egal was da passiert. Und ich denke mir, in die Richtung wird auch in Zukunft beraten werden, dass man nachhaltige Bäder schafft, die auch im Alter gut benutzt werden können. Also, Thema Design, bei Ihnen habe ich schon gesagt, der neue Firmenname sozusagen oder der Sidestep zum Design spielt eine ganz große Rolle. Es gibt ja nachher hier um 15.30 Uhr die Verleihung des ganz ordentlich Produkt Awards des Zentralverbandes Bad Komfort für Generationen. Sind Sie auch Kandidat mit einem Produkt am Ende, Herr Klein? Ja, wir sind nominiert und ich drück uns selbst natürlich die Daumen, dass wir da einer der Gewinner sind. Da sind wir ganz gespannt. Damit ist schon aber mal ganz klar. Ich wollte noch mal was ergänzen zu Design im Bad. Wir hatten ja die Ausrichtung, nicht unbedingt barrierefrei oder behindertengerecht was zu machen, sondern wir haben einfach Lust und Spaß gehabt.
Dinge zu produzieren, die einfach nett und schön sind. Und ich habe einfach erfahren, dass wenn ich davon abweiche, und zwar, dass ich erstmal das Design stelle und das dann so verbaue, dass das auf jeden Fall altengerecht ist oder letztendlich Design für alle, da, so kann man das auch schön definieren, diesen Begriff, dass ich nicht drauf kommen muss, dass das jetzt behindertengerecht ist, aber trotzdem die ganzen Funktionen hat. Und wir denken bei uns sehr viel darüber nach, genau dieses hier letztendlich für Generationen zu machen. Ne? Ein Haltegriff muss nicht zu sehen sein, den kann ich auch so integrieren in eine Wand zum Beispiel, dass er letztendlich eine tolle Funktion hat. Ja. Oder unterfahrbare Waschtische und solche Dinge, ja, die aber nicht dafür sofort aussehen. Oder ein Kippspiegel finde ich zum Beispiel eine, das ist ein Ding, was immer wieder in benannten Bädern, gerade in der Öffentlichkeit, gefordert wird und sein muss. Aber ich finde das blöd, weil nämlich derjenige, der dagegen rollert, kann sich selbst nie von nahen sehen, weil der hängt ja da ganz oben. Der kann zwar immer sich von sehen, aber immer klein. Ja. Also kann ich ihn noch besser runterziehen bis zum Boden. Also das ist ein kleines Beispiel, aber das mal so ein bisschen Kritik. Ja, also wir brauchen auch gut aussehende Spiegel und funktionale, die auch den Anforderungen gerecht werden. Sie haben es ja eben schon gesagt, Herr Knicke, Design und Funktionalität gehört zusammen. Aus dem schönen Optischen ergibt sich ja auch oft eben der praktische Wert. Und damit das geschieht, glaube ich, ist ein Punkt, der ganz essentiell ist, das Wissen um die Probleme, um die Themen. Wir merken das immer wieder, wir arbeiten ja auch im Bereich der Schulung, der Fortbildung, dass man dieses Wissen, was Herr Klein ansprach, um dann gute Lösungen zu schaffen, im Detail wissen muss. Und da sind wahrscheinlich auch noch große Lücken, wo man mit Fortbildung einiges tun kann. Da gibt es nämlich von mir genau noch das Stichwort, das ich einhake. Wir hatten schon EDAT, wir hatten schon Senta, jetzt aber sind wir bei Grauwert, dazu erzählen Sie uns sicherlich auch 3-4 Sätze. Und da geht es dann schon in der Anlehnung auch so ein bisschen um die grauen Panther. Die grauen Panther, vielleicht grau eher zwischen schwarz und weiß und diese Veränderung, dass wir nicht mit pauschalen Lösungen einfach in diese Welt kommen können und sagen, der Mensch ist alt, der ist jung, dieser Mensch ist behindert, dieser Mensch ist nicht behindert. Es geht ja um die Vielfalt. Es geht darum, dass wir verschiedene Bedürfnisse haben und dafür Lösungen finden müssen. Und mit Grauwert beraten wir halt Unternehmen, aber auch größere Institutionen bis hin zu Schulungskonzepten, die wir dann über Handwerkskammern anbieten, dass wir einfach schauen, wie kann man dieses Wissen reinbringen. Das fängt bei der Barrierefreiheit nach DIN an, aber führt viel weiter. Wie kann komfortables Wohnen im Alter aussehen, dass dort innovative, interessante Lösungen entdeckt, verstanden werden und für den Handwerker natürlich auch ein bisschen das kommunikative Werkzeug mitgebracht wird. Wie erzählt man das richtig, weil durchaus nicht jeder 50-Jährige sich erfreut, wenn man sagt, Mensch, Sie sind bald alt, Sie sitzen bald im Rollstuhl und brauchen jetzt Punkt, Punkt, Punkt. Ja. So funktioniert der Markt dann halt auch nicht. Es geht auch bei Ihnen eben nicht nur um das Badezimmer, die Körperpflege, sondern um die ganze Palette, die ganze Bandbreite des Lebens im Alltag und bei der Arbeit. Und was ich noch sagen oder fragen möchte, und zwar nicht Sie, denn Grauwert hatten wir jetzt, EDAT, aber was wir noch nicht hatten, ist eine Internetadresse. Und die heißt in Anlehnung an einen Teil im Badezimmer, Locusisten.de. Lieber Herr Klein, da lacht er schon. Was hat es mit den Locusisten auf sich? Wollen die dafür plädieren, dass man immer ein Gästeklo nebendran hat oder worum geht's da? Das finde ich jetzt total nett, dass ich mich darauf vorbereitet habe. Nein, es ist ernsthaft. Ich finde den Begriff Locus. Sie haben sich natürlich vorbereitet. Latein, ist natürlich, ich hatte Latein. Sie haben großes das Latinum. Großes Latinum, ja, selbstverständlich. Aber für viele ist es letztendlich, auch für mich war es so, ich habe kein Latein gehabt, das Wort für Gossensprache. Und ich finde, es gibt kein deutsches Wort für WC oder, ja gut, Bad, aber das beschreibt ja nicht alles, Toilette, sondern letztendlich Locus. Und Locus weiß jeder, was es ist und es ist sogar international und ich fände das ein wunderbares Wort, dass man das letztendlich für diesen Ort als guten Ort, also ist natürlich ein bisschen ein Marketing-Gag von unserer Seite aus, aber das macht einfach Spaß. Und mein Sohn sagt immer, ich gehe zum Locus. Das war so ähnlich wie mein Opa. Ja. Der hat das auch gesagt, ohne rot zu werden. Mein Vater ist rot geworden. Also das ist schön, wie dieses Wort durch die Generationen geht. Okay, also es ist auch eine Seite zum Schmunzeln, glaube ich. Ich habe sie nicht komplett durchgeschaut. Gibt ja auch viele kleine Pünktchen, aber irgendwann landet man dann auch wieder bei Ihnen. Also die Locusisten hatten wir, die Grauwertigen hatten wir schon. Und damit haben wir, glaube ich, schon eine ganze Menge abgedeckt. Heute, wie gesagt, gibt es den Award um 15.30 Uhr.
Sie sind Kandidat, durften also in der Jury natürlich nicht dabei sein. Sie hätten theoretisch dabei sein können, aber haben es natürlich vorgezogen, hier zu sein. De facto bin ich sogar dabei und habe für Sie hier die 20 Minuten rausgeräumt. Oh. Die Jury sitzt seit 10 Uhr drüben im Haupthaus und wir haben eine große Ausstellung aufgebaut, wo eine achtköpfige internationale Jury halt wirklich Produkt für Produkt durchdiskutiert. Wir gucken einfach, was nach den Kriterien des Design für alle, also von der Nutzerfreundlichkeit über die Adaptierbarkeit, Einstellbarkeit von den Produkten bis hin zur ästhetischen Qualität einfach stimmt und werden dort in einem größeren Prozess, ich denke mir um 15.30 Uhr, da müssen wir uns auch ranhalten, um die Ergebnisse zu kriegen, genau, wird hier einfach ausgezeichnet, wer da als Bester abgeschnitten hat. Und da können wir alle sehr gespannt drauf sein. Ja. Dann können Sie jetzt auch noch ein bisschen jurieren, denn die Jury sitzt ja bis 14 Uhr. Herr Klein wird dann wahrscheinlich mit vielen anderen Kandidaten dieses Awards mit feuchten Händen da vorne stehen. Ich hoffe, Sie kommen auch alle wieder, wenn er dann vergeben wird, in einem etwas größeren Rahmen. 5 Titelträger wird es geben und da sind wir schon sehr gespannt auf die Titelträger und natürlich auf Ihre Produkte. Danke jetzt erstmal für den Besuch hier um 15.30 Uhr, sei es Ihnen gesagt, hier in der Halle, aber auch allen, die im Internet uns sehen. Mit ein bisschen Verzögerung sehen Sie dann die Verleihung des Awards, des BART Awards, des ZVSHK BART Komfort für Generationen hier auf dem, im Internet, also auch unter zvshk.de oder auch izk.tv. Damit aber jetzt genug der Abkürzungen. Schönen Tag weiterhin. Tschüss.